Halil, 0:0 beim 1. FC Köln kann man, glaube ich, als Erfolg verbuchen. Und es war jetzt auch das 6. Spiel in Folge, dass wir gegen diese Mannschaft ungeschlagen sind. Ja, ich glaube, wir können mit dem Punkt sehr, sehr gut leben. Und wichtig ist, wie wir momentan auftreten. Und das ist sehr, sehr gut, vor allem im Defensivverhalten. Und wir haben die letzten 3 Spiele 0 gespielt und hoffen, dass wir da nächste Woche daheim nachlegen können. Wieder einen Punkt gewonnen, wieder 0 gespielt. Können wir heute zufrieden sein? Ja, das ist das Wichtigste, dass wir wieder was mitgenommen haben, dass wir wieder das 3. Spiel jetzt in Folge 0 gespielt haben. Das zeigt, dass wir defensiv sehr, sehr diszipliniert arbeiten, sehr gut stehen, alle da alles dafür tun, dass wir defensiv gut stehen. Das fängt vorne an und hört hinten ganz beim Torwart auf. Und von daher können wir da zufrieden sein. Nach vorne hin kann man natürlich ein bisschen effektiver sein. Da fehlt uns das letzte bisschen, um dann so ein Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, auswärts in Köln einen Punkt mitzunehmen, ist, denke ich, ordentlich. Martin, die Frage hast du heute schon ein paar Mal gehört. Wie war es, das erste Mal mit der Maske aufzulaufen? Kein Problem. Ich habe schon ein paar Trainingseinheiten hinter mir gehabt. Habe gewusst, was auf mich zukommt. Und ja, war überhaupt kein Problem. Ich habe gut Luft bekommen, gute Sicht gehabt. Deswegen war kein Problem. Was glaubst du, woran liegt diese neue gewonnene Defensivstärke auch? Ja, wir wissen ja, dass unser Trainer natürlich ein Stratege ist in der Hinsicht. Er weiß ganz genau, versteht es sehr, sehr gut zu verteidigen zu lassen, die Mannschaft. Und das verstehen wir immer besser und deswegen funktioniert es auch momentan sehr, sehr gut. Wie siehst du uns allgemein? Auf welchem Weg? Jetzt 13 Punkte nach 12 Spieltagen ist, glaube ich, ganz ordentlich. Ja, es fehlt so das letzte bisschen Tore zu schießen, den letzten Pass zu schießen, zu spielen, den letzten Entschlossenheit vor dem Tor, dann das Tor zu machen. Hinten haben wir das momentan, da halten wir den Kasten sauber. Und wenn wir jetzt Spiele gewinnen wollen, dann müssen wir das 1-2 Mal im Spiel zeigen, dass wir dann auch ein Tor schießen können wollen. Dann gewinnst du Spiele und das ist natürlich dann entscheidend. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt 3 Spiele 0 gespielt haben, 5 Punkte mitnehmen und von daher geht der Weg noch weiter, weil wir haben jetzt noch 5 Spiele, glaube ich, vor der Winterpause. Ihr habt euch vorgenommen, im Mannschaftsverbund heute Modest auszuschalten. Du hast, glaube ich, relativ viel mit ihm zu tun gehabt und das hat auch ganz gut geklappt. Wieso? Ja, Modest hat gerade einen Riesenlauf, so wie die ganze Kölner Mannschaft. Und ich glaube, Modest ist natürlich der gefährlichste von denen, aber wir wissen, dass alle Tore schießen können bei denen. Und ja, wir haben vor allem Modest, glaube ich, wir zwei Innenverteidiger sehr gut ausgeschaltet haben, waren immer sehr enger Mann, haben einen guten Job hinten gemacht, aber die ganze Mannschaft hat hervorragend defensiv gearbeitet. Nach vorne ist, glaube ich, ein bisschen Luft nach oben, aber wichtig ist immer, dass man, wenn hinten die Null steht, dann ist immer die Chance, dass wir vorne noch ein Tor machen. Und die haben wir zum Schluss auch noch gehabt. Und von dem her ja, können wir zufrieden sein. Willkommen beim FC, willkommen im Rhein-Energiestadion. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz mit beiden Trainern, mit Dirk Schuster von unseren Gästen und mit unserem Cheftrainer Peter Stöger. Herr Schuster, der Flieger wartet. Wir wollen direkt starten. Das Spiel aus Ihrer Sicht, bitte. Erstmal schönen guten Tag. Ich glaube, dass wir ein sehr umkämpftes Spiel gesehen haben, wo viele Duelle im Mittelfeld stattfanden. Wo aber für mich überhaupt nicht unfair war, trotz dieser vielen gelben Karten in der ersten Halbzeit, die da verteilt worden sind. Zweikampfverhalten, gesundes Zweikampfverhalten gehört irgendwo zum Fußball dazu. Ich denke, dass die Kölner in den ersten 10, 15 Minuten uns vor große Probleme gestellt haben, weil wir es nicht geschafft haben. Osako aus der Spitze herauskommt, hinter unsere beiden Sechser laufend und wo er auch immer wieder einen Ball bekommen hat, da irgendwo unter Kontrolle zu kriegen, sodass die Kölner da auch paar Möglichkeiten hatten, zum Abschluss zu kommen. Glücklicherweise ist da nichts passiert. Ich denke, dass wir dann durch eine taktische Umstellung, indem wir einen Halil ein bisschen tiefer gezogen haben, das besser unter Kontrolle hatten, das Spiel dann auch einigermaßen ausgeglichen gestalten konnten, ohne jetzt die Ballbesitzquote zugunsten der Kölner groß zu verändern, aber wir haben da nicht mehr viel zugelassen, haben selber versucht, vorne den ein oder anderen Nadelstich zu setzen. Hat leider nicht immer funktioniert, aber wie wir dann auch in der zweiten Halbzeit aktiv, diszipliniert, sauber verteidigt haben, auch versucht haben, Akzente nach vorne zu setzen, wo dann auch die Ungenauigkeit die eine oder andere Situation ein bisschen kaputt gemacht hat,
haben wir hier ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und haben uns den Punkt, denke ich, erfightet, erkämpft, ja, und auch irgendwo ein bisschen verdient. Denke, dass das Minimalziel von uns, hier was Zählbares mitzunehmen, dass wir das absolut erreicht haben gegen eine starke Kölner Mannschaft, die mit breiter Brust aufgetreten ist und die mit aller Macht das Spiel gewinnen wollte. Und das haben wir von der ersten Minute an zu spüren bekommen. Und ich wünsche natürlich jetzt meinem Kollegen Peter mit seiner Mannschaft für die restlichen Spiele in diesem Jahr und dann auch für die ersten im nächsten Jahr, bis wir die Klingen wieder kreuzen. Alles Gute, maximale Punktausbeute, viel Erfolg und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herr Schuster, wir bedanken uns bei Ihnen. Vielen Dank. Peter, wie bewertest du das Spiel? Ja, ich finde, Freund Dirk hat alles Wesentliche, glaube ich, gesagt. Das Spiel ähnlich gesehen. Es war so, dass wir permanent versucht haben, das Spiel noch für uns zu entscheiden. Die Jungs haben sehr, sehr viel unternommen. Die Augsburger waren gut organisiert, haben es uns dann in den wirklich gefährlichen Bereich richtig schwer gemacht. Da haben wir dann auf der einen Seite vielleicht nicht immer die richtigen Lösungen gehabt, nicht die 1-1-Situationen gewonnen, nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Auf der anderen Seite hat der Gegner das natürlich auch gut gemacht. Für uns war dann aber trotzdem wichtig, dass wir das relativ routiniert nach Hause gespielt haben, so dass ich auch sage, wir haben nicht permanente Konterchancen zugelassen, nicht kopflos gespielt. Es ist noch nicht so lange her, da haben wir solche Spiele zum einen vielleicht verloren, zum anderen gar nicht so gestalten können. Ich finde, es war in Ordnung. Wir hätten uns gewünscht, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es ist eben in der Bundesliga wahnsinnig schwierig, Spiele zu gewinnen. Und dann muss alles passen. Alles hat nicht gepasst. Aber ich bin mit dem Auftritt trotzdem eigentlich zufrieden. Ich finde, die Jungs haben das gut gemacht. Dankeschön. Peter, vielen Dank. Es ist Zeit und Gelegenheit für Ihre Fragen. Wie immer mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Unsere Damen sind sehr schnell bei Ihnen. Marc Merten vom Geißblock. Wir verstehen dich gut. Der Marco Höger wurde verletzt ausgewechselt. Marco hat vor der Pause einen Schlag aufs Knie bekommen und nach Wiederbeginn wieder. Und es war halt ganz auch schmerzhaft und das ist jetzt nichts Schlimmes, aber zumindest so, dass er in dem intensiven Spiel dann nicht mehr so mithelfen konnte, wie er das gerne gewollt hätte und deswegen haben wir ihn runtergeholt. Aber das wird für nächste Woche kein Problem sein. Keine weiteren Fragen. Ich muss auch nochmal fragen, Herr Schuster. Gibt es noch weitere Fragen? Keine mehr. Ja. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Dirk Schuster, Peter Stöger. Danke Ihnen für das Interesse. Kommen Sie heute gut und sicher nach Hause.